Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem der gleicht. So beginnt der heutige Textabschnitt von unserem ökumenischen Bibelleseplan. Lukas Evangelium Kapitel 6, die Verse 47 bis 49, dort heißt es: Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm, und es fiel gleich zusammen. Und sein Einsturz war groß. Eindringliche Worte, nun erklärt von Astrid Lukaschewski aus Dünsen. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, der kennt das. Heute gibt es viele Angebote und unterschiedliche Möglichkeiten, sein Eigenheim zu gestalten. Allerlei Firmen bieten ihr Fachwissen und ihr Können an. Architekten bemühen sich um die individuellsten Formen und Ingenieure um die energiesparsamsten Konstruktionen. Ob Energiesparhaus, Ökohaus, Schwedenhaus, Fertighaus, Sonnenhaus, der Bauherr hat freie Auswahl. Der erste Schritt ist zunächst die Planung. Die Baumaterialien werden ausgesucht, die Farbe entschieden, die Anzahl der Zimmer und Stockwerke, die Anordnung und Größe der Zimmer werden festgelegt und dann stellt sich die entscheidende Hausprojektfrage: Wie viel wird das Ganze kosten? Auch für die Kostenermittlung erfährt man im Internet heute allerlei Tipps und Hilfsmöglichkeiten. Es folgt der Finanzplan. Öffentliche und private Förderung sind zu ermitteln, die Bedingungen für den Kredit zu klären. Schließlich sollte man bedenken, bauen ist immer teurer, als man zuerst annimmt. Und dann die Frage nach der Baufirma. Wer soll das Projekt durchführen und wie lange wird es dauern? Es steckt also schon viel Zeit und Kraft in der Vorarbeit für das Vorhaben. Jesus greift dieses Vorhaben auf, denn einen Hausbau kennen auch seine Landsleute. Und wie schon früher sich die Menschen mit dem Hausbau beschäftigt haben, so tun wir es heute auch, denn wer träumt nicht von den eigenen vier Wänden? Aber damals, wie heute galt, wenn die Kosten ins Unermessliche steigen, fängt man an, Abstriche zu machen und vielleicht doch kleiner oder billiger zu bauen, als man es ursprünglich geplant hat. Jesus sagt, egal wie umfangreich das Projekt wird, egal wie teuer es ist, auf eine Sache kommt es an, damit es trägt und damit man sicher darin wohnen kann. Nur wenn diese eine Sache Qualität hat, ist ein sicheres und langfristiges Wohnen möglich, das auch Stürmen und Fluten trotzt. Das Fundament. Das Fundament oder der Boden entscheidet über die Standhaftigkeit bei Angriffen. Wer also sparen will, der sollte nicht am Fundament sparen, sonst riskiert er nur kurzes Lebensglück. Und wir kennen das aus dem Fernsehen, vielleicht sogar aus dem Urlaub. Immer wieder erschüttern uns die Bilder über die schrecklichen Ausmaße von Naturkatastrophen und Erdbeben, die Häuser zusammenstürzen lassen und große Gebäude für immer zerstören. Aber Jesus ist kein Bauingenieur, er hält keinen Vortrag über den Hausbau. In seinem Gleichnis spielt er auf die Qualität von Beziehungen an. So wie beim Hausbau ist auch die Beziehung, die Freundschaft, nicht abhängig von der Größe, dem Umfang, der Anzahl der Freundschaften oder den gemeinsamen Aktivitäten, sondern allein vom Fundament, auf dem die Freundschaft gebaut ist. Sicher kennen Sie oberflächliche Bekanntschaften oder Beziehungen, in denen man sich nicht wirklich füreinander interessiert, in denen nur am Rande persönliche Dinge eine Rolle spielen. Wenn ich alte Kollegen auf der Straße treffe, interessiert mich möglicherweise ihre heutige berufliche Tätigkeit, aber mehr will ich nicht hören. Wie es ihnen privat geht, ob sie geschieden sind oder wie sie ihre Kinder erziehen, will ich gar nicht wissen. In oberflächlichen Beziehungen interessieren die Lebensaufgaben und Lebensfragen des anderen nicht. Jesus spricht in seiner Auslegung über Beziehungsqualitäten, dem Fundament, von zwei Tätigkeiten, welche die Beziehung tragen, das Hören und das Tun.
Bei oberflächlichen Beziehungen ruft man sich nicht gegenseitig an, um zu fragen, wie geht es dir? Kann ich was für dich tun? Aber genau darauf kommt es an, sagt Jesus. Die Qualität der Beziehung ist von dem abhängig, wie wir zueinander stehen und vergleichbar mit dem Hausbau, welche Kosten wir tragen. Sind Sie bereit, Verantwortung füreinander zu übernehmen und dem Freund von heute auch morgen noch treu zu bleiben, ihn zu verstehen und ihm eine Lebenshilfe zu sein? Hören Sie ihm zu, handeln Sie für ihn. Und sind Sie bereit, zugunsten der Freundschaft Kompromisse einzugehen? Nun stellt sich Jesus aber nicht als Beziehungsberater dar und spricht in dem Gleichnis nicht über die Beziehung zwischen Menschen, sondern vielmehr, er redet von der Beziehung zu Gott. Und auch hier gelten die beiden Tätigkeiten als tragend. Hören Sie Gott zu? Sind Sie bereit, für ihn zu handeln? Nehmen Sie sich Zeit für Gott. Sprechen Sie mit ihm. Nehmen Sie sein Wort ernst. Oder verbergen Sie das Wichtigste vor ihm und begrüßen ihn nur ganz oberflächlich, wie ich den ehemaligen Arbeitskollegen von damals, und verschwinden dann wieder ganz schnell? Einseitige Freundschaft gibt es nicht. Das macht Jesus deutlich. Wer Gott zu seinem Freund haben will, der muss auch hier ein Fundament legen. Der muss bereit sein, in die Freundschaft zu investieren. Bill Heibels, Pastor einer christlichen Gemeinde in Chicago, hat mal in einem Buch beschrieben, wie jemand Rat bei ihm gesucht hat. Der Ratsuchende war einsam, allein, arbeitslos und ohne Hoffnung. Statt ihm gut zuzureden, fragte Bill Heibels ihn, ob er denn zu Gott bete und ob er Freunde hätte, mit denen er über seine Probleme reden könne. Der Mann schaute den Pastor mit großen Augen überrascht an. Nein, natürlich nicht. Wie will dieser Mann erwarten, dass sich sein Zustand ändert? Wie will er Gemeinschaft erfahren, wenn er sich selber nicht öffnet? Wie will er innerlich frei werden, wenn er seine Sorgen mit niemandem teilt? Wie will er ein Christ sein, wenn er nicht mit Gott redet und ihn in seinem Leben wirken lässt? Wenn ich Freundschaft mit Gott will, dann bin ich ihm gegenüber auch verantwortlich. Dann bestimme ich die Qualität der Beziehung mit. Dann nehme ich mir Zeit für Gott und rede nicht nur über ihn, sondern mit ihm. Luther sagte mal, wenn er besonders viel zu tun hatte, würde er umso länger beten. Nehmen Sie sich Zeit. Beten Sie. Laden Sie Freunde ein und lesen Sie gemeinsam in der Bibel. Hören Sie nicht auf, nach dem Willen des Herrn zu fragen. Und wie Sie mit Ihrem besten Freund reden, so reden Sie mit Gott über alles, über Ihre persönlichen Dinge, aber auch über die öffentlichen. Auch unser Land braucht Ihre Fürbitte und Ihr Handeln. Ein Beitrag von Astrid Lukaschewski. Jesus greift dieses Vorhaben auf, denn einen Hausbau kennen auch seine Landsleute. Und wie schon früher sich die Menschen mit dem Hausbau beschäftigt haben, so tun wir es heute auch, denn wer träumt nicht von den eigenen vier Wänden? Aber damals, wie heute galt, wenn die Kosten ins Unermessliche steigen, fängt man an, Abstriche zu machen und vielleicht doch kleiner oder billiger zu bauen, als man es ursprünglich geplant hat. Jesus sagt, egal wie umfangreich das Projekt wird, egal wie teuer es ist, auf eine Sache kommt es an, damit es trägt und damit man sicher darin wohnen kann. Nur wenn diese eine Sache Qualität hat, ist ein sicheres und langfristiges Wohnen möglich, das auch Stürmen und Fluten trotzt. Das Fundament. Das Fundament oder der Boden entscheidet über die Standhaftigkeit bei Angriffen. Wer also sparen will, der sollte nicht am Fundament sparen, sonst riskiert er nur kurzes Lebensglück. Und wir kennen das aus dem Fernsehen, vielleicht sogar aus dem Urlaub. Immer wieder erschüttern uns die Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem der gleicht. So beginnt der heutige Textabschnitt von unserem ökumenischen Bibelleseplan. Lukas Evangelium Kapitel 6, die Verse 47 bis 49, dort heißt es. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut.
Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm, und es fiel gleich zusammen. Und sein Einsturz war groß. Eindringliche Worte, nun erklärt von Astrid Lukaschewski aus Dünsen. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, der kennt das. Heute gibt es viele Angebote und unterschiedliche Möglichkeiten, sein Eigenheim zu gestalten. Allerlei Firmen bieten ihr Fachwissen und ihr Können an. Architekten bemühen sich um die individuellsten Formen und Ingenieure um die energiesparsamsten Konstruktionen. Ob Energiesparhaus, Ökohaus, Schwedenhaus, Fertighaus, Sonnenhaus, der Bauherr hat freie Auswahl. Der erste Schritt ist zunächst die Planung. Die Baumaterialien werden ausgesucht, die Farbe entschieden, die Anzahl der Zimmer und Stockwerke, die Anordnung und Größe der Zimmer werden festgelegt und dann stellt sich die entscheidende Hausprojektfrage, wie viel wird das Ganze kosten? Auch für die Kostenermittlung erfährt man im Internet heute allerlei Tipps und Hilfsmöglichkeiten. Es folgt der Finanzplan. Öffentliche und private Förderung sind zu ermitteln, die Bedingungen für den Kredit zu klären. Schließlich sollte man bedenken, bauen ist immer teurer, als man zuerst annimmt. Und dann die Frage nach der Baufirma. Wer soll das Projekt durchführen und wie lange wird es dauern? Es steckt also schon viel Zeit und Kraft in der Vorarbeit für das Vorhaben. Jesu Bilder über die schrecklichen Ausmaße von Naturkatastrophen und Erdbeben, die Häuser zusammenstürzen lassen und große Gebäude für immer zerstören. Aber Jesus ist kein Bauingenieur, er hält keinen Vortrag über den Hausbau. In seinem Gleichnis spielt er auf die Qualität von Beziehungen an. So wie beim Hausbau ist auch die Beziehung, die Freundschaft, nicht abhängig von der Größe, dem Umfang, der Anzahl der Freundschaften oder den gemeinsamen Aktivitäten, sondern allein vom Fundament, auf dem die Freundschaft gebaut ist. Sicher kennen Sie oberflächliche Bekanntschaften oder Beziehungen, in denen man sich nicht wirklich füreinander interessiert, in denen nur am Rande persönliche Dinge eine Rolle spielen. Wenn ich alte Kollegen auf der Straße treffe, interessiert mich möglicherweise ihre heutige berufliche Tätigkeit, aber mehr will ich nicht hören. Wie es ihnen privat geht, ob sie geschieden sind oder wie sie ihre Kinder erziehen, will ich gar nicht wissen. In oberflächlichen Beziehungen interessieren die Lebensaufgaben und Lebensfragen des anderen nicht. Jesus spricht in seiner Auslegung über Beziehungsqualitäten, dem Fundament, von zwei Tätigkeiten, welche die Beziehung tragen, das Hören und das Tun. Bei oberflächlichen Beziehungen ruft man sich nicht gegenseitig an, um zu fragen, wie geht es dir? Kann ich was für dich tun? Aber genau darauf kommt es an, sagt Jesus. Die Qualität der Beziehung ist von dem abhängig, wie wir zueinander stehen und vergleichbar mit dem Hausbau, welche Kosten wir tragen. Sind Sie bereit, Verantwortung füreinander zu übernehmen und dem Freund von heute auch morgen noch treu zu bleiben, ihn zu verstehen und ihm eine Lebenshilfe zu sein? Hören Sie ihm zu, handeln Sie für ihn. Und sind Sie bereit, zugunsten der Freundschaft Kompromisse einzugehen? Nun stellt sich Jesus aber nicht als Beziehungsberater dar und spricht in dem Gleichnis nicht über die Beziehung zwischen Menschen, sondern vielmehr, er redet von der Beziehung zu Gott. Und auch hier gelten die beiden Tätigkeiten.